Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge des 19 auf dem PC auf der Kernstadt. Zum Starten unserer letzte LS-Woche im LS19. Ja. Gut, eine ganze Woche wird es nicht mehr. Freitag ist definitiv hier Schluss. Ja. Ja, und mit, wie wir gestern gesehen haben, eigentlich zum Sonntag mit schlechten Wetteraussichten. Ne? Weil daran hat sich einfach nichts geändert. Ich glaube auch nicht, dass sich so richtig was ändern wird bei Seasons. Ja, wir werden dann wohl die nächsten Tage nur Regen bekommen. Keine Chance mehr, irgendwas zu dreschen. Selbst wenn wir es jetzt von der Zeit her schneller vorspülen würden, da wird leider nichts mehr passieren. Also würde ich jetzt so einschätzen. Also werden wir vielleicht auch nur eine normale 800. Folge machen, weil dann könnten wir schon am nächsten Tag sein. Wir sind ja jetzt bei der Folge 596, sind ja nur noch 5 Folgen. Ne? Von daher kriegt man vielleicht bloß noch den Tag fertig oder einen neuen Tag rein, ja, und dann wird der Regen kommen. Ne? So wird es leider aussehen. Also würde ich jetzt so schätzen. So, wir brauchen jetzt hier was zum Verteilen. Am besten... Ach so, nee, erstmal guck mal, wo der Kollege hier ist mit der Mischration. Der rangiert hier gerade rückwärts ran. Ne? Sieht doch gut aus, ne? Perfektes Timing, könnte man jetzt meinen. Ne? So, wir sind ja jetzt in der Ölmühle. Oh, da werden wir gleich mit den Trecker selber zurückfahren und entsprechend die Mischration gleich auskippen bei den Kühen, weil die könnte nämlich theoretisch schon von der Sache her reichen, oder? Das könnte schon fast reichen, was wir mit haben. Auf jeden Fall muss dann noch etwas Schweinefutter zum Schwein. Und natürlich Stroh und Wasser. Ne? Das sind so die Dinge, die wir auf alle Fälle machen werden. Daher Vollgas mit dem Deutz zurück. So, ja, Tempomat an. Ich meine, wir könnten uns natürlich jetzt die letzten paar Liter noch hier unten gleich in Futterwerk holen, aber das ist ja auch eigentlich Quatsch. Das, was wir auch machen müssten im Futterwerk, das Fischfutter haben wir doch, glaube ich, immer noch nicht verkauft, oder? Bin ich da jetzt richtig? Oder wir wollten das immer verkaufen, ne? Oder haben wir es doch schon mal verkauft? Mensch, steht dort was dran noch? Ne, da steht noch eine grüne Zahl dran. Kann ich mir Waren verkaufen? Ui. Schöner blühender Raps hier drüben, ne?
Fahren wir gleich mal von der Seite rein, Kuhstall. Momentan noch keine. Wollte gerade sagen, keine Kuh da, in dem Moment spawnt dort eh, ne? So, Rest schütten wir dann, wenn was übrig bleibt. Ja, bleibt was übrig. In die Scheune. Dann holen wir uns gleich mal Stroh. So, Stroh. Wir fahren aber erst zum Schwein rüber. Können wir natürlich sonst noch mal voll machen, bevor wir es bei den Kühen reinkippen. Je nachdem, was beim Schwein reinpasst. Die 38.000 Liter, die sollten auch noch bei den Kühen reichen. Aber wenn nicht, wie gesagt, haben wir ja dort kurzen Weg zur Scheune, wenn es nicht reicht. Noch reichlich über, ne? Da hätte man andersrum ranfahren sollen. Na ja, gut, ist egal, wir halt ein Stück zurückschieben. So leer. Schweinefutter. Müssen wir den Hänger voll machen? Mach doch, den könnten wir ruhig voll mitnehmen. Bis hin, dass da alles reingehen könnte. Wo will ich denn hin? Gut, ich hätte hinten nur die Wiese fahren können, ne? Einfach zu zeitig abgebogen. So, hinein damit. Bleibt sogar noch was über. Hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet.
Also länger lassen wir es nicht stehen. Wir schütten das hier in unsere Scheune wieder rein und dann können wir ihn eigentlich zum Parkplatz schicken, würde ich meinen, oder? Nee, können wir nicht. Wir brauchen ja noch bei den Schafen. Heu oder Gras sozusagen. Das müssen wir schon noch machen. Haben wir hier Heu? Ja, eigentlich schon, oder? Genau. War auch reichlich. So, komme ich jetzt mit dem Strautmann-Hänger hier durch? Ne, da passt er nicht hier durch, oder? War das nicht so? Trecker passt durch und Hänger. Ah, ne, Hänger passt nicht durch. Wie mit dem LKW. Da müssen wir hier davor abkippen. Zum Glück ist ja der Trecker so weit rausgezogen bei dem Stall hier. War optisch nicht ganz so schön, aber ja, es kommt an im Trog. Der Heu-Pipeline oder so ähnlich, ne? Nicht, dass wir da hängen bleiben mit der Klappe. So, jetzt gucken wir mal. Ja, klar, Schweinewasser, Kühewasser, Schafewasser. Und dann sind wir hier durch. Da haben wir unsere Tiere das letzte Mal gefüttert im LS19. Ne? So. Haken kann er fahren. Oh, er kriegt keine Milch mehr. Warum das nicht? Hat er jetzt die erste Tour nicht mitgezählt? Oder warum ist er jetzt und will den letzten Rest rauskratzen? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wird doch eigentlich passen müssen. Alle. Wie viel haben wir hier noch? 22.900, also 23.000. Und das waren jetzt wie viel? 18.000. Wasserfahren dürfen wir nicht vergessen, ne? So, dann schickt man ganz einfach
Milch anliefern, das bleibt, ist klar. Und er kommt dann aber zum Hof, zum Parkplatz hier zurück. Haken 1 zum Beispiel. Und dann nehmen wir uns dort über den blauen oder den schwarzen LKW und fahren das Wasser. Ja, wir werden sie auch nicht mehr verarbeiten können, ne? So komplett. Außer es wenigstens dort. So, den Trailer stellen wir mal unter. Am besten dort, wo wir uns das Wasserfass wegnehmen. LKW waschen müssen vorher, bevor wir hier Lebensmittel fahren. Ne? Ja, Wasser ist immer im Lebensmittel. Ne? So, Hälfte ist gleich eingeladen. Hier vorne müssen wir hin. Da groß der Wassertrigger, ne? Ja, umso mehr Wasser passt rein, ne? Könnte man fast meinen. Also die sind schon ganz schön durstig, unsere Kühe, ne? Das liegt an der guten Wasserqualität. So, 45.000 Liter ist fast reingegangen. Aber gleich noch mal voll machen, bevor wir rüberfahren zum Schwein. Denn mit den 5000 Liter werden sich unsere Schweine nicht zufrieden geben. Ja, halt, falsche Taste. Na, 280 mal 20, 30.000 Liter, denke ich mal, gehen rein. Oder ganz sogar 40. Gut, müssen wir erstmal ausladen fahren. War natürlich zu weit. Dort muss es rein. Ja, 20.000 sind drin. Dreißig sind schon drin. Ja, reich wird's mit 40.
Oh oh, bleibt nichts über, doch 45.000 knapp. Wenn die so viel Wasser brauchen, wird das Fleisch immer so wässrig, oder? Daran liegt das nicht. Na, nicht so umschmeiße hier. Dort unten sehen wir schon, da stehen noch mal Minimum 4 volle Paletten. Also die fünfte ist bestimmt angefangen. Ja, ich auch nicht rauskriegen aus dem Lager, wenn ich noch volle Paletten rauskriege. Und hier stehen auch noch mal Minimum 3. Ups, und der Wassertrigger ist hier vorne. Wie gehabt, restliches Wasser geht in die Rinderzucht. Ja, man sollte nicht auf den anderen Bildschirm gucken. So, ist zwar noch genügend eigentlich drin, aber wir kippen es hier mit rein. Wir können ja generell nochmal nach Rohstoffen gucken, aber da denke ich, müsste man auch noch hinkommen über den heutigen Ingame-Tag. Ja, dann werden wir uns dann morgen halt nochmal um Produktion kümmern. Ne? Ja, das rohstoffmäßig reicht das. Stroh ist ein bisschen nur noch 167.000, muss man ja so sagen. Ne? Ist er leer? Ne, plätschert noch. Ne, doch ist leer. Hätten wir die Tierversorgung abgeschlossen, würde ich sagen. Oder haben wir es vergessen? Nee, eigentlich nicht. So, der bleibt hier. Hier kommt sein Anhänger wieder dran. So, Sauerkeit könnten wir eigentlich schon wieder hier, könnten wir fast pausenlos sauer machen, meine Tieren. Ne? So, wettertechnisch ist einfach Katastrophe. Katastrophe, mehr kann ich dazu nicht sagen. Mehr kann man dazu echt nicht sagen. Nö. So, das habe ich erledigt. Warum steht ein LKW auf blockiert? Welcher ist denn das, der da blockiert sein will? Es müsste doch dann...
Sobald ich in dem Fahrzeug drin sitze, was das Ganze blockiert, da müsste ich doch sofort... Ach so, der ist nicht blockiert. Den haben wir ja mit Ausladen hierher geschickt. Ne, vollkommen richtig. Das ist vollkommen richtig. Wir haben ja fast daneben gestanden. Ja. Manchmal ist man der Meinung, es verursacht den Fehler jemand anders, aber eigentlich ist es immer der vor dem Bildschirm sitzt. Weiß nicht, ob wir uns an Trailer Rinder nochmal versuchen sollten. Wenn wir unter Rinderzucht 75 drin haben, können wir die ruhig nochmal fortschaffen. So, das hat man schon mal getestet. Der quere Ranfahren reicht hier auch. Ne? Wir haben die 56, kriege ich nicht weg, dann ist nicht mein Trailer voll. Und 75 waren ja drin im Output sozusagen. Obwohl, wenn ich das sehe, das Problem ist nicht der Ups, die Rinder, sondern das Problem ist schon, dass Triggerfall sind, ne? Aber ich würde mal sagen, das ist auch eine Sache, um die wir uns dann sicherlich dann ab morgen nochmal kümmern können, weil das können wir auch machen, wenn es regnet, das spielt hier keine Rolle, ne? So rum und so rum. Und dann sind sie übergeladen. Hier müssten wir jetzt wieder ein bisschen was am Rohstoff drin haben. Ja, genau. Oh, 28.000 Liter Leerpaletten. Da sollten wir vielleicht dann auch morgen nochmal gucken, dass wir ein paar Paletten herkriegen. Das ist mir ein bisschen wenig, 28.000. Und wenn es bloß 6 oder 8 Stapel sind, ja, das wäre schon nicht verkehrt. So, aber wie gesagt, mit Ihnen werden wir dann morgen hier am Dienstag zurückfahren. Und ja, wie gesagt, gucken, ob wir eventuell noch ein paar Leerpaletten in den Schlachter bringen, weil hier drüben stehen ja eigentlich noch. Ja gut, brauchen wir einen Autoloader, ne? Brauchen wir die rumstehen lassen, ne? Das müssen wir mal gucken. Also ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Dann morgen 13 Uhr geht's hier weiter. Bis dahin und tschüss.